Hallo mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Wochenendbotschaft hier für dich. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank für die wundervollen Kommentare, Likes und Abonnenten. Ganz kurz eine Information, was Privatlegungen anbelangt. Sobald der Zahlungseingang getätigt ist, wird das Ganze bearbeitet. Aber alles geht hier nach der Reihenfolge raus. Ich bitte hierfür um Geduld. Wenn bei dem einen oder anderen da irgendwo Druck entsteht, die meisten hierfür haben auch absolutes Verständnis, was das beinhaltet, aber es gibt dann so ein, zwei Leute, wo dann wirklich nach 2 Tagen auch Druck gemacht wird. Und mit diesem Druck kann ich hier nicht arbeiten. Also da bitte schauen, ich überweise sofort das Geld zurück. Es gibt sehr, sehr viele Kartenlegerinnen, sehr, sehr viele Kartenleger, da irgendwo anders zu schauen. Ich arbeite mit Energien. Das heißt, ich deute nicht nur die Karten, sondern ich channele und arbeite auch mit Verstorbenen. Und es bedarf manches Mal bei einer Legung, das ist dann wirklich, ich hatte es hier auch schon mal erwähnt vor ein paar Monaten, dass ich wirklich dann auch durch die Energien, es kommt natürlich individuell auf die Legung an, dass dann schon eine 3-4 Stunden Ruhephase dann auch benötigt. Also dafür bitte ich um Verständnis, dass das also von den Energien her ein immenser Kraftaufwand ist. Einmal vielen lieben Dank dafür. Ich bekomme täglich Anfragen und dieses kann einfach nicht so schnell dann eben auch unter Druck vor allem bearbeitet werden. Ganz kurz noch eine andere Information. Bitte immer daran denken, das hatte ich auch schon mal erwähnt, bei der Überweisung immer die E-Mail, mit der ihr mich kontaktiert habt, dann eben auch mit bei der Überweisung mit hinzuzufügen. Vielen lieben Dank dafür. Ich starte jetzt einmal für dich, irrelevant wie du hier schaust. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Wir schauen jetzt auf dein Wochenende, was kommt jetzt auf dich zu. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich irrelevant, wie du hier eben schaust. Hauptenergien. Ist hier ganz klar die Kommunikation gefallen. Die Kommunikation kann stattfinden. Es muss hier nicht ein Besuch sein, eine Einladung, ein Treffen etc., was natürlich bei dem einen oder anderen in dem Sinne stattfinden wird. Das ist die Hauptenergie, die Energien, womit du jetzt konfrontiert wirst. Ja? Des Weiteren kann es ein Telefonat sein, eine WhatsApp, eine E-Mail etc. sein. Ja, also schau hier bitte auf dich. Ich sehe eine große, starke Transformation, was dich, was euch beinhaltet. Denn wir haben hier einmal die Königin der Stäbe. Das heißt, du entdeckst dich hier selbst aber auch neu. Du schaust auf das, was du kreierst. Du schaust auf das Licht. Ja, du schaust hier bewusst in das Licht rein, irrelevant, ob du hier als männliche oder weibliche Person eben schaust. Ja, dass du hier eben in der Stabilität bist. Ja, das heißt auch, dass du geerdet bist, dass du hier bereits auch weißt, dass hier etwas auf dich zukommt. Du spürst es schon. Das ist irrelevant, wie du hier schaust. Wenn du mit diesem Reading in Resonanz bist, spürst du, dass jetzt etwas auf dich zukommt. Hier zeigt sich bei dem einen oder anderen, dass hier eine Situation ist, was du jetzt kürzlich beendet hast oder was du jetzt in der Gegebenheit beenden wirst aufgrund Unstimmigkeiten. Das kann bei dir sein, das kann bei deinem Gegenüber sein. Ja, das sind die Wochenendbotschaften, die ich hier für diese 3 Tage eben auch bekomme. Des Weiteren bist du sehr temperamentvoll, du weißt ganz genau, was du möchtest. Es liegt dir auf der Hand. Ja, du weißt in jeglicher Form, was du möchtest, du lässt dich rein durch deine Herzenswünsche, deiner Seele folgen. Etwas wird hier beendet,
Ende von gewissen Stagnationen bekomme ich hier. Wir haben hier in der Hauptenergie Einladung, Treffen etc., was ich eben schon sagte. Und dass du jetzt in neue Möglichkeiten gehst, dass du neue Möglichkeiten wahrnimmst, aufgrund dessen, dass du dich hier stark transformiert hast. Im Mittelthema haben wir hier den Anker, das heißt, du bist geerdet, du bist fest mit dir verankert, du weißt ganz genau, was du möchtest und weißt aber auch, was du nicht mehr möchtest. Ja? Des Weiteren haben wir hier den Brunnen. Hier geht es bei dem einen oder anderen noch bewusst, es kann bei dir sein, bei ihm oder ihr sein oder bei euch auch sein, dass du derzeit auch die Gegebenheiten in der beruflichen Situation gerade dabei bist zu transformieren. Ja, das heißt, du schaust jetzt nicht mehr auf das, was in den Verlust geht, denn die Ressourcen liegen in Kombination mit der Sonne. Das heißt, du schöpfst mehr Kraft aus dem. Du forderst dich selbst heraus. Ja, so bekomme ich das. Du stellst dich derzeit einer großen Herausforderung, ja? Also nicht nur für die Liebe, sondern im Allgemeinen bist du dieser Herausforderung definitiv gewachsen, ja? Was jetzt auf dich zukommt, das kommt sehr schnell auf dich zu. Hier zeigt sich dann auch die Seelenpartnerschaft. Das heißt, er oder sie ist hier absolut in seiner Kraft. Das heißt, du bist in deiner Kraft. Ja, ich sehe hier das in allem, dass hier etwas stattfindet, wo man mehr und mehr aus einer Stagnation rauskommt. Das heißt, aus einer Phase, die wirklich für Stillstand gesorgt hat, aus einer Phase, wo man jetzt aufsteht. Ja, also das ist wie, als ob du hier ganz, ganz lange geschlafen hast und dir jetzt etwas bewusst wird. Denn es liegt dir auf der Hand. Ja? Des Weiteren haben wir hier so etwas, die Auffuhr. Jemand ist ganz aufgeregt. Nehme ich auch wahr hier für deinen Seelengefährten, dass jemand mehr und mehr in seine Kraft kommt. Deswegen auch die Aufregung, dich hier zu kontaktieren. Das kann bei dem einen oder anderen im Jetzt sofort stattfinden, ab dem du dieses Reading hier anschaust. Das kann sich bei dem einen oder anderen noch etwas hinziehen. Es ist wichtig, dass du in deiner Stabilität bleibst. Du bist gerade in deiner Stabilität und so darf es sein. Das heißt, du hast losgelassen, loslassen beinhaltet, geschehen lassen. Ja, und das ist für all die, die hier wirklich in dieser Energie sind. Plötzliche Kontaktaufnahme, plötzliche Kraft auch wieder, plötzlich in die Kraft wieder kommen, aber dennoch ist so hier die Aufregung. Ja, beruflich konntet ihr miteinander zu tun haben, kann sein, muss nicht sein. Also schau hier bitte auf dich. Des Weiteren haben wir hier in der Hauptenergie, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, das heißt, bei dem einen oder anderen ist hier noch die Distanz, räumlich sowieso, dass ihr aber hier zueinander finden werdet. Also habe hier bitte Vertrauen. Es ist wichtig, dass du in dieser Energie bleibst. Das ist irrelevant, wie du hier schaust. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben hier sehr, sehr viele Kerzen darauf. Das heißt, du bist wirklich dabei, es neu entstehen zu lassen, dich neu entstehen zu lassen. Ja, denn wir haben hier auch die riskante Versuchung in Kombination die Seelenpartnerschaft, die Kraft und wir haben die telepathischen Verbindungen gleichzeitig umarmt. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Sag mir ganz klar, dass wenn du jetzt in dieser Position bleibst, es liegt hier, dass hier eine Zusammenführung stattfinden wird. Dass du jetzt in keinster Weise hier in die Position kommen solltest, in das Misstrauen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir haben die riskante Versuchung, dass du dem Ganzen nicht so traust, dass du hier in der Situation bist. Du könntest wieder belogen, betrogen etc. werden. Schau bitte auf dich, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Lass es bitte ein für alle Mal der Vergangenheit angehörig sein. Es ist ganz, ganz wichtig. Ja, denn hier ist die Situation, dass man derzeit noch mit sich kämpft. Denn ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Ja, für all die, die hier noch in unschönen Dingen derzeit sind, Partnerschaft etc., wo man sich nicht wohlfühlt, hier geht es um die Gegebenheit, ja, wenn du hier in einer Dreieckskonstellation bist, dass du jetzt in deine Kraft kommst und hier für dich schaust, in deine Möglichkeiten gehst, um in diese Seelenpartnerschaft letztendlich auch zu gehen. Ich schaue hier noch einmal weiter mit den Tarotkarten. Wir haben hier auch für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Also solltest du in gewisser Weise im Jetzt, dass du vielleicht auch heute Abend oder morgen
Zweifel an den Tag legst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich vertraust. Hier ist die Sonne, hier ist die Wunscherfüllung, es ist die Manifestation, ja? Dass es geführt hier ist, dass eine Einladung kommt, ein Treffen stattfindet. Wir haben hier auch den Klee, was bei dem einen oder anderen hier vielleicht bis zum Frühjahr noch dauern könnte. Habe bitte absolutes Vertrauen. Das, was ich vorhin sagte, wenn du wieder in diese Position kommst, der Stagnation, hier hat schon eine große Transformation stattgefunden. Ja, und durch irgendeinen Grund erst vielleicht noch etwas warten musst, weil hier gerade eben Stillstand ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, durch das Außen, was gerade stattfindet. Also schau bitte auf dich. Habe bitte Vertrauen. Es geht in die Wunscherfüllung. Denn du hast hier bewusst manifestiert. All das, was ich vorhin sagte, loslassen beinhaltet gleichzeitig geschehen lassen. Ja? Ich schaue jetzt hier nochmal auf die Gegebenheiten des Sages. Die Karte wollte ich hier hin. Und das sagt es mir auch ganz gleich hier im Mittelthema aus. Wie ihr alle wisst, deutet diese Karte immer aus dem Deck mit. Und das ist dieses Geben und Nehmen. Ja, das ist ganz stark hier auch manifestiert zwischen euch. Gib die Karte erst einmal hier hin. Ja, und hier siehst du zwei Menschen, die im Grunde genommen nichts anhaben. Ja, und hier geht es letztendlich darum, dass man hier einmal eine ganz, ganz starke Verbindung hat. Ja, hier geht es um das Geben und Nehmen. Dass es letztlich darum geht, hier gemeinsam in eins überzugehen. Also hier geht es darum, dass andere Gegebenheiten keine Rolle spielen. Ja, man hat diese Liebe manifestiert. Hier geht man in eins über. Ja, also hier geht es nicht um Status, hier geht es nicht um Materielles, hier geht es rein darum, um hier in eine Vereinigung zu gehen. Ja? Was zeigt sich hier auf dem Sarg? Wir haben hier die zwei der Schwerter und wir haben hier den König der Schwerter. Hier gibt es bei dem einen oder anderen noch eine Situation und es sind die Gegebenheiten, wo dann eben auch gestern, was ich in der Expresslegung auch sagte, ja, spiegelt sich auch hier wieder, dass es hier noch gewisse Situationen gibt und vor allem Personen, ja, da solltest du hier vorsichtig sein, wo es dann Neid etc. dann eben auch gibt. Ja, das kann im häuslichen sein, familiären sein, im jetzigen sein, dass wenn du noch in Verbindlichkeiten bist, ähnliches. Ja, also hier ist auch so, dass man belauscht, dass man ganz genau schaut, man wird beobachtet. Ja, also hier beobachtet nur eine dritte Person das Ganze zwischen euch. Irrelevant, wie das hier stattfindet. Einmal mit den zwei der Schwertern, vor allem was den Sarg beinhaltet, bekomme ich hier bewusst, dass dein Gegenüber auch nochmal oder du hier bewusst, was wir mit der riskanten Versuchung hatten, dass man zweifelt, dass man Angst hat, dass man dich ablehnt. Ja, so bekomme ich das hier. Das sind seine oder ihre Ängste und damit hat man derzeit wirklich auch noch zu kämpfen, mehr oder weniger. Also hier bedarf es wirklich, in die Kraft zu kommen, was wir hier mit der Sense haben, in Kombination auch mit dem Bären. Der Bär steht für die Kraft und eben kraftvoll hier auch in Bewegung zu kommen. Ja, gleichzeitig Seelenpartnerschaft, das, was ich schon sagte, es kann bei dem einen oder anderen wirklich auch sein, dass hier ein Vater-Mutter-Thema eben auch ist in der Vergangenheit. Hier wird man aber letztendlich, denn wir haben den König der Schwerter, bewusste Entscheidungen treffen, was eure Verbindung beinhaltet. Ja, also habe hier bitte Vertrauen. Bleibe hier bitte in der weiblichen Energie auch. Ja, wir haben ja hier die Königin der Stäbe. Das heißt, du bist in deiner Weiblichkeit und er darf hier auch in Aktion kommen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich hier vertraust. Wir haben auf dem Brunnen, haben wir die drei der Kelche. Und hier sind wirklich ganz, ganz starke Gefühle. Also man sehnt sich auch nach den Intimitäten, das bekomme ich hier. Man hat diese Wünsche, miteinander in eins überzugehen. Das sind ganz, ganz starke Wünsche, ja, die sich dann hier eben auch zeigen für dich. Was zeigt sich auf die Sonne? Da haben wir den König der Stäbe. Hier bekomme ich bewusst so den Schutz. Man möchte dich auch schützen. Das kann sein, wenn hier beruflich eine Situation stattfindet bei dem einen oder anderen, ja.
dann ist es bewusst, dass man dich hier schützen möchte, dass man möchte nicht, dass etwas von außen irgendwie an dich rankommt, dass irgendetwas geschieht. So bekomme ich das. Solltet ihr beruflich nicht miteinander sein, denn wir haben hier den Anker auch gehabt für das Berufliche. Dann ist es einmal so, dass man dennoch dich irgendwo erstmal versteckt hat, auch in der Vergangenheit, was aber jetzt ans Licht kommt. Das ist ja auch die Karte der Sonne hier gefallen. Und dass es hier wirklich nicht mehr lange dauert, dass man das Ganze eben öffentlich macht, sprich dann eben auch zu dir steht, dass mehr Kommunikation stattfindet, dass mehr in eins übergeht, was wir hier schon im Mittelthema haben. Was haben wir auf die Füge? Er ist hier definitiv aufgeregt, ja, auf dich zuzukommen, denn wir haben hier die weibliche Energie, trotz alledem irrelevant, wie du hier schaust, aber die Aufregung. Die Aufregung ist ganz stark, aber hier kommt etwas auf dich zu. Definitiv ist irrelevant, wie du hier schaust, ja, dass er jetzt hier in Bewegung kommt. Und zwar, wenn du das gar nicht mitbekommst. Das heißt, man kommt, wir haben ja hier den Wagen, dass auf die Füge, dass man ganz, ganz aufgeregt ist und du schläfst ja hier mehr oder weniger, ja. Und ich bekomme hier bewusst, dass es dann geschieht, wenn du gar nicht damit rechnest, ja. Und du wirst hier sehr, sehr aufgeregt sein und man nähert sich auch schon. Also hier bekomme ich so dieses, man möchte immer näher kommen, ja. Also die Berührung ist noch nicht ganz hier, wie du sehen kannst, auf der weiblichen Person. Schauen, dass du das hier so ganz gut sehen kannst, ja. Aber man nähert sich und der Wagen steht hier wirklich auch für die Schnelligkeit. Der Wagen ist immer Bewegung. Der Wagen spricht im Grunde genommen schon davon, dass man hier eigentlich bei dem einen oder anderen fast schon da ist, was sich dann auch hier in der Hauptenergie zeigt. Dann haben wir hier den König der Kelche. Hier zeigt sich ganz, ganz viel Gefühl. Also sehr, sehr viel Gefühl. Wir haben hier auch mehrere Personenkarten drauf. Bei dem einen oder anderen kann das wirklich sein, dass man die Sorge hat, ja, dass man hier, dass du in Verbindlichkeiten bist. Oder hier ist kürzlich auch jemand zurückgekommen. Du hast das beendet oder ähnliches. Oder im Yes kommt jemand zurück und du beendest das Ganze, weil du ja weißt im Grunde genommen, worum es dir im Eigentlichen geht. Das ist ja hier im Mittelpunkt auch gefallen, ja, dass man letztendlich weiß, dass man hier zueinander geführt wird. Ja, und hier auch mit dem Schwert, dass man wirklich auch hier voll und ganz vertrauen möchte. Also hier muss jemand ganz voll und ganz Vertrauen schaffen, bis er hier das Schwert zur Seite legt und wirklich, dass du ihm mehr oder weniger, dass er oder sie es zulässt, dass man dir hier das Essen anreicht. Das ist ein Geben und Nehmen. Hier ist alles eins auf dieser Karte, ja. Also es kann wirklich sein, dass du hier derzeit jemanden abgelehnt hast, dass du dich hier getrennt hast, ja, und dass du weißt, dass jetzt eine neue Möglichkeit auf dich zukommt. Und wir haben hier die Königin der Stäbe und hier haben wir den König der Kelche, ja. Also man möchte hier auch, dass es dir gut geht, so bekomme ich das, ja. Du hast es hier definitiv mit jemandem zu tun, der wirklich schaut, dass es dir auch gut geht. Was haben wir hier? Wir haben das Ass der Münzen. Und hier nimmt jemand seine Chance und Möglichkeit wahr. Hier wird eine Einheit gebildet. Wir haben hier ganz viele verschiedene Farben an Kerzen, dass man mehr und mehr in seine Kraft kommt, dass man sich von jeglichen Einschränkungen jetzt befreien wird. Das ist ja auch der Sense hier gefallen, ja. Gewisse Chakren, die blockiert waren, das transformiert sich hier, ja. Es transformiert sich komplett hier bei euch beiden. Und man wird die Chancen und Möglichkeiten im Jetzt wahrnehmen. Also lass dich hier bitte überraschen, was eben jetzt auf dich zukommt in diesen 3 Tagen. Und vor allem denkt jemand die ganze Zeit schon darüber nach. Ja? Deswegen bleibe ich hier bitte in dieser Energie. Das ist ganz, ganz wichtig. Man denkt die ganze Zeit schon darüber nach, wie man mit dir in den Kontakt geht. Ja, wie man das Ganze anstellt auch. Denn du siehst ja auch hier, die Person sitzt ja nicht mehr auf dem Wagen. Diese Person ist ja schon in deiner Nähe. Sie ist ja schon da. Also man hat sich hier genähert. Man wird sich mehr und mehr annähern. Also es sind hier wundervolle Botschaften. Noch eine Karte hier jetzt für dich. Bleibe bitte in dieser Stabilität. Ja. Hier geht es um die weibliche Energie, das ist das, was ich eben sagte, du wirst mehr und mehr erkennen, ja, du wirst hier zur Erkenntnis kommen und es ist wichtig, dass du wirklich in dieser weiblichen Energie bleibst, ja, das betone ich hier nochmal, dass du auf das vertraust
und vor allem dich hier auch führen lässt. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist hier eine schicksalshafte Verbindung. Ja, wir haben hier die männliche Personenkarte. Wir haben auch die Karte, wo man hier eben schon sitzt. Wir haben hier die Blumen, wo man abwägt, wo man genau schaut, welche Schritte geht man. Ja, man ist hier noch nicht in Bewegung. Es ist hier eine Hauptenergie, aber hier schaut man. Ja, man reflektiert das, was ich hier schon sagte mit der Transformation. Man transformiert sich, ja. Man schaut hier bewusst auf die Bewegung auch im Beruflichen, im Allgemeinen, ja, dass du hier wirklich schaust auf das, was du kreieren möchtest, dass du auf das schaust, welche Möglichkeiten dir jetzt gegeben sind, ja. Dass du folgst jetzt deinen Wünschen, deinen Herzenswünschen. Hier haben wir auch die Wunscherfüllung, ja. Und hier ist auch nochmal, wir haben die Berge und vor allem haben wir hier die Berge in Kopflage. Das heißt, hier wird sich das Ganze auflösen. Ja, das heißt, die Blockaden werden sich auflösen. Das hat sich eigentlich schon hier mit dem Sarg eben auch gezeigt. Und hier haben wir ebenfalls die Wunscherfüllung. Ja, und es ist hier vom Schicksal geführt. Also meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem ein wundervolles Wochenende. Fühl dich umarmt. Bis dahin.